Ihr stört die Badegäste. Es ist ja gar keiner da. Du musst trainieren, Alter. So, jetzt raus, alle. Du bist so ein Arschloch. Das Bad ist in einem katastrophalen Zustand. Die finanzielle Situation ist schockierend. Deshalb wird uns nichts übrig bleiben, als das Freibad zu schließen. Wie wäre es, wenn ich dafür Townhouses im Landhausstil hinstelle? Er braucht einen Job und du brauchst Hilfe. Er kann nicht mal schwimmen. Was kann ich machen? Regel Nummer 1, ein Schwimmmeister, setz dich immer durch. Sprungturm, nicht Stehturm. Sie springen jetzt, ansonsten lernen sie mich kennen. So Typen wie sie kenne ich schon, die will keine Sau kennenlernen. Regel Nummer 2, null Toleranz. Auf Bahn 6 ist Kraulen verboten. Ich brauche eine Bürgerwehr. Wie viele Unterschriften brauche ich denn? Zu 600. 600? Bist du bescheuert? Du musst den Ball wollen. Ich versuch's ja. Nimm mir Arsch und Zwirn. Wenn ihr mir helft, die Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln, dann mache ich den Sali fürs Finale fit. Ein Torwart mit Schwimmflügel, Coach, das geht wirklich nicht. Das ist doch nicht nur meine Heimat, das ist doch auch eure Heimat. Da willst du kämpfen. Auf die Demokratie. Runter jetzt! Oh. Regel Nummer 4, Ruhe bewahren, Krankenwagen rufen, Telefon ist in meinem Büro. 112. Naja, gut, dass man in den Trailer reingeschrieben hat, dass es eine Komödie ist, weil ich musste halt nicht lachen. Ich fand es nicht witzig und ich finde es auch so nicht interessant und relativ vorhersehbar, wo wahrscheinlich diese Nummer hingehen wird, beziehungsweise was jetzt so grob die Rahmenabsteckung sein wird. Und damit war es der Trailer zu Beckenrand Sheriff, den uns Leo 9 voraussichtlich ab dem 9. September 2021 in die deutschen Kinos bringt. Eine deutsche Komödie mit Milan Peschel in der Hauptrolle, der spielt hier einen Bademeister, nämlich Karl, der seit 30 Jahren sein Unwesen treibt in einem Freibad in Gruberg. Aber das ist ja runtergekommen und deswegen will die Bürgermeisterin das am liebsten weghaben, da könnte man schöne Wohnungen bauen, lässt sich Geld verdienen, Bauunternehmer hätten auf jeden Fall Interesse daran, aber Karl will das nicht. Nur das Problem ist, Karl hat die letzten 30 Jahre mit so harter Hand regiert, dass keiner den so richtig mag. Und für ein Bürgerbegehren braucht er 600 Unterschriften und an die kommt er nicht so einfach ran. Deswegen will er sogar sein Prakti dazu irgendwie bringen, dass er vielleicht im Wasserballteam Torwart sein kann. Nur der muss noch Schwimmflügel tragen und damit ist irgendwie das Chaos perfekt, weil nur dann, wenn er das schafft, helfen ihm die anderen an die Unterschriften ranzukommen und irgendwie das Freibad zu retten. Von der Geschichte her ziemlich dünn. Ich würde es mir ein bisschen trockener vom Humor her beispielsweise wünschen. So wirkt das für mich so overacted, überdreht so ein bisschen in diesem Trailer. Ich finde es nicht witzig, ich finde es nicht komisch, ich finde es nicht interessant. Deswegen, ja, ein paar Fragezeichen hinter Beckenrand, Sheriff. Auch den Trailer finde ich eher, den Titel finde ich eher so ein bisschen gestrig. Nun gut, ich bin gespannt, was ihr sagt. Vielleicht sagt ihr ja, der ist sehr, sehr lustig, der Trailer. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bin auf der falschen Seite des Humorbeckens gelandet. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.